Fußball verbindet. Unter den Fans in der Bundesliga gibt es nicht nur Rivalitäten, wie zwischen Schalke und dem BVB oder Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Einige Fanlager haben untereinander auch Freundschaften gebildet. In den Stadien unterstützt man sich gegenseitig. Die sechs größten Fanfreundschaften im deutschen Fußball. Die Fanfreundschaft zwischen S04 und dem Club wird bis heute gepflegt, seit fast 40 Jahren. Bei nahezu jedem Heimspiel singt die Schalker Nordkurve zum Beispiel Schalke und der FCN. In der Fankurve der Nürnberger stehen hin und wieder Schalker Anhänger und umgekehrt. Angeblich ist die Freundschaft entstanden, als sich sowohl Schalke als auch Nürnberg-Fans Anfang der 1980er Jahre auf ihren Reisen zu Auswärtsspielen unterhalten und angefreundet haben. Bei der folgenden Partie zwischen beiden Teams haben sich die Fans erneut getroffen. So bildete sich die Freundschaft heraus. Wenn die Hannoveraner kommen, wissen wir schon vorher, dass das ein stressfreier Tag wird, sagte Hamburgs Fanbeauftragte Thorsten Eickmeier 2012 der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Nach dem Abstieg des HSV in die zweite Bundesliga müssen die Fans beider Teams auf das nächste Spiel allerdings mindestens ein Jahr lang warten. Die jüngeren BVB-Ultras von den Desperados pflegen ihre Beziehung zur umstrittenen Kölner Fangruppe Boys. Diese wird von vielen Beobachtern aber zunehmend kritisch betrachtet. In den vergangenen Jahren gerieten Kölner und Dortmunder Hooligans mehrmals in die Schlagzeilen, nachdem sie zuvor Seite an Seite in Massenschlägereien verwickelt waren. Seit den frühen 1970ern pflegen die Fans aus Bochum und München die wohl speziellste Fanfreundschaft in Deutschland. Offenbar entstand die Beziehung so: Nach dem Spiel der Bayern in Bochum im Jahr 1973 sind einige Bayern-Fans die Kastrupper Straße vom Stadion zum Bahnhof heruntergelaufen und wurden von Fans attackiert. Die Bochumer Jungen, der älteste Fanclub in Deutschland, waren damals in einer Vereinsgaststätte direkt am Stadion und haben den Bayern-Fans Zuflucht gewährt. Diese wollten nicht, dass Fans verprügelt werden und haben sich gegen die eigenen Fans gestellt. Dadurch ist dann etwas entstanden, was die Bochumer Jungen lange pflegten und lebten. Auch heute noch stehen Fans von Bochum im Münchner Fanblock oder andersherum. Es war der 14. August 1976, als Hertha BSC am 1. Spieltag der Bundesliga beim Karlsruher SC spielte. Viele Hertha-Fans wurden am Bahnhof freundlich und nett von den KSC-Fans empfangen. Obwohl die Berliner das Spiel mit 3:0 gewannen, feierten Anhänger aus beiden Fanlagern danach in verschiedenen Kneipen. Die Fanfreundschaft hat bis heute Bestand, eine große allgemeine FCK-Fanfreundschaft haben die Fans der Roten Teufel mit dem TSV 1860 München. Diese Freundschaft resultierte aus einem gemeinsamen Konflikt, in diesem Fall gegen Homburger Hooligans. Angegriffene Löwenfans konnten auf die Hilfe Herbeiländer Lauterer im Jahr 1984 zählen. Als gemeinsamer Feind gilt zudem der FC Bayern München.